wenn wir das im Grunde einfach mal einwerfen. Nische hört man natürlich jetzt heutzutage sehr viel. Mhm. Bin ich tatsächlich straight dagegen, weil ich sage, meine Nische ist es, keine Nische zu haben, mhm. Um einfach das breite Publikum zu bedienen. Was bringt es mir, wenn ich jetzt sage, okay, ich fixiere mich nur auf Payment? Klar, ich habe dann sehr viele Kunden in dem Bereich und kann auf die Kundenwünsche detaillierter eingehen. Mhm. Aber dann fehlt mir der Bereich, der irgendwie eine Website braucht. Dann fehlt mir derjenige, der irgendwie eine Unternehmensberatung braucht. Dann fehlt mir derjenige, der irgendwie Mitarbeiterzeiterfassung braucht. Dann fehlt mir aber auch derjenige, der Marketing braucht. Ne, wo man sagt, okay, weißt du was, wir haben da eine Kooperation, wir können das und das machen. Dann lasse ich die alle weg. Mhm. Du kannst das sehr gut vergleichen mit Bentley. Bentley hat eine Zielgruppe, macht mega Umsätze mit diesen Kunden. Ne, weil die Leute, die einen Bentley kaufen möchten, sind erstens monetär sehr gut aufgestellt. Mhm. Weil ein Satz Reifen für einen Bentley kostet nicht mal eben 500 Euro. Und dann nimm mal als Gegenbeispiel VW. Jetzt hast du VW, du hast bei VW, hast du, sagen wir mal, dein Passat, du hast dein Tiguan, du hast dein Golf, damit bedienst du die breite Masse. Mhm. Du hast ein Polo, du hast ein Up. Jetzt gehört aber auch Audi denen. Jetzt hast du ein S8 oder ein RS7. Dann hast du auch die Leute, die wirklich sagen, okay, ich gebe jetzt mal 140.000 Euro für ein Auto aus. Mhm. Dann, wer gehört noch zu denen? Gehört mittlerweile Bentley. Bugatti zu VW, wenn ich mich nicht täusche. Bugatti weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber Bentley passt als Paradebeispiel. Bentley gehört, also das ist der letzte Stand, den ich weiß, Bentley gehört VW. Mhm. Also von daher, die haben ihre Luxuskunden, die haben ihre Mittelkunden und die haben die breite Masse. Lamborghini gehört auch VW. Mhm. Also du hast, ich habe gesagt, ich muss VW sein, dann mache ich eine Abteilung mit Bentley, dann mache ich eine Abteilung mit Lamborghini, dann mache ich eine Abteilung mit VW, dann mache ich eine Abteilung mit Audi. Ne? Und ich glaube, wer gehört noch zu denen? Also VW gehört. VW ist schon sehr heftig. Ja. Und die machen es genau richtig. Ja. Ja, wann hast du mal eine Bentley-Werbung gesehen? Mhm. Brauchen die nicht. Ja. Ja. Ja, aber wie Ferrari oft siehst, auch nicht, ja. Ferrari braucht das auch nicht, aber wie oft siehst du eine VW-Werbung? Ja. Wie oft wird irgendein Golf für 199 Euro so gesehen als Leasingangebot rausgeschmissen? Super Auto, geniales Auto, meiner Meinung nach. Ich lese hier gerade, 1998 übernahm der Volkswagen-Konzern die Design- und Namensrechte von Bugatti. Genau, Bugatti. Also Bugatti auch. Ne, Bugatti, das ist schon sehr krass. Also du hast jeden abgedeckt. Egal wen, einen, der ein Auto für 20.000 Euro kaufen möchte oder einer, der ein Auto für 4,5 Millionen kaufen möchte, die hast du abgedeckt. Mhm. Und das ist Ecosystems. Ja. Meine Nische ist es, keine Nische zu haben. Ja. Das ist, finde ich, ganz interessant, weil du hattest ja auch erwähnt, dass du irgendwann 6 Abteilungen unter dir hattest. Das heißt, du bist sowieso ja auch gewöhnt, vielschichtige Abteilungen zu sehen. Das heißt, du bist dann da hier im Gaming, hier bin ich beim Zubehör, hier bin ich bei Batterien, ne, was ja auch unter Zubehör dann fällt. Das heißt, du bist immer schon gewöhnt gewesen, eine große Bandbreite abzudecken. Ne? Richtig. Ja, genau. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, auch. Ja. Dann war es ja so, dann warst du mit Saturn quasi fertig. War das auch die Zeit, wo du den Bislam kennengelernt hast, in der Zeit, die wir da besprechen, oder war das danach? Kurz danach. Das war kurz danach bei meinem, bei dem nächsten Arbeitgeber. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt. Ja. Einerseits klar Mo, dann dich. Und das war im Grunde der nächste Schritt. Ich habe mich von Saturn verabschiedet, alles im Guten. Habe gesagt, ich so ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ich habe 12 Jahre hier gearbeitet, reicht, nächster Schritt. Lange Zeit. Und ich wollte halt nicht dort bleiben.